Rasitas. Ja, hi, zurück zu Assassin's Creed. Oh, ich bin hier irgendwie eigentlich nur rumgeritten. Und bin hier auf so ein Schlachtfeld getroffen. Hab jetzt keine Ahnung, was es hat, aber Brasi, das fightet hier rum. Dann kann mir ja mal helfen. Kaputt. So, was noch? Hallo? Hauen alle ab. Du bist der Nächste! Wie bitte? Brasidas. Ich bin's, Alexios. Ja! Jetzt echt? Brasidas, alter Vogel, mach keinen Fehler. Jetzt tritt doch nicht immer. Dich nicht so. Der ist eine Quest, okay. Natürlich nicht gewusst, ich dachte, das wäre irgend so ein Schlachtfeld hier, wo man sowieso mal irgendwie reinläuft. Wir kämpften zusammen, als Kleon und die Athener in Amphipolis gelandet sind. Erinnerst du dich nicht? Wir kämpften Seite an Seite. Der Sieg war nah,
Doch dann wurdest du getötet. Demos. Danach erinnere ich mich an nichts als Dunkelheit. Alexios? Na klar. Schön, dich zu sehen, alter Freund. Freund? Freunde passen aufeinander auf. Aber dir ging es immer nur um dich. Was ich brauchte und was dein Volk brauchte, hat dich nie interessiert. Ich weiß, dass ich dich enttäuscht habe. Ich habe versucht, es in Amphipolis wieder gut zu machen. Aber ich konnte dich nicht retten. Was machst du denn hier? Du bist doch nicht tot, oder? Nope. Nein, jedenfalls noch nicht. Ich habe einen Stab von meinem Vater, meinem wahren Vater. Er hat Kräfte. Ich wurde in die Unterwelt geschickt, um zu lernen, wie man sie benutzt. Kräfte? Eine lange Geschichte. Aber ich habe das ganze Elysium nach Antworten abgesucht. Meine Suche führte mich hierher. Du warst im Elysium? Ehre die Götter. Ehre Sparta. Brich keinen Schwur und das Elysion ist dein. Mein Vater sagte mir das, als ich ein Kind war. Und jeden Tag meines Lebens widmete ich diesem Credo. Tja. Doch nun im Tod muss ich dieses Elend ertragen. Falls jemand, mit dem ich gekämpft habe, das Paradies verdient, dann du. Warum bin ich dann hier? Du solltest das mit Hades klären. Das war Hades Entscheidung. Er sagt, ich kann nur unter einer Bedingung ins Elysion. Indem ich mich meinem größten Feind stelle. Demos. Demos. Brasidas, du solltest dir nicht darauf warten, gegen sie zu kämpfen. Warum nicht? Demos lebt. Hades hat dich betrogen. Das macht nichts. Irgendwann wird sie kommen. Ganz sicher. Was genau hat dir Hades gesagt? Er sagte, um das Elysion im Tod zu betreten, muss der Sohn Spartas sich dem stellen, was ihn im Leben besiegt hat. Götter und ihre beschissenen Rätsel. Können die nicht einfach mal sagen, was sie meinen? Aber ich glaube, ich habe dein erstes Problem schon gelöst. Und das wäre? Ein wahrer Sohn Spartas würde sich niemals einem Feind ohne seinen Schild stellen. Wir müssen deinen finden. Er ist in der vergessenen Grabstätte. Ich wollte ihn holen, aber Hades Wachen verteidigen das Grab, nachdem irgendein Malakka den Kerberos getötet hatte. Malakka. Oh, das war ich. Dieser Malakka war ich. Und jetzt muss ich für Hades arbeiten. Warum wundert mich das nicht? Du hast hier alles kompliziert gemacht. Zu Lebzeiten war ich nicht der Freund, den du gebraucht hättest. Lass es mich nun besser machen. Mut hat mich in der Unterwelt verlassen. Tief im Innersten hatte ich gehofft, mich Demos nie wieder stellen zu müssen. Was kannst du mir über diese vergessene Grabstätte sagen? Dort sind die Rüstungen, Trophäen und Waffen entehrter Krieger untergebracht. Dinge, mit denen sie begraben wurden, die sie in der Unterwelt jedoch abgeben mussten. Woran kann ich dein Schild erkennen? Du solltest ihn inzwischen kennen. Mein Schild trägt die Farben Spartas und hat viele Schlachten gesehen. Durch das Gewicht des Schildes wirst du wieder zu dir finden. Und nimm nur meinen Schild mit. Nimmst du etwas anderes, ist es dein Untergang. Alles klar. Was wollte ich eigentlich sagen? Ja, ich bin eigentlich durch Zufall hier reingerutscht. Ich bin nämlich eigentlich hier nur lang geritten und habe die Karte aufgedeckt. Die sieht jetzt so aus. Also, da sind zwar noch ein paar Fragezeichen drauf, aber was ganz gut ist, ist, diese Teile sind drauf. Ja, da kann man irgendwie hin und sich die, diese, wie heißen sie nochmal, diese, frag mich nicht, Erkenntnis Hüters besorgen. Und das andere ist, wo sind denn diese komischen Vögelchen, diese,
Kann man hier auch irgendwie sehen, so Köpfe irgendwie. Ich sehe jetzt keinen. Hä, wo ist denn das? Na, auf jeden Fall sind das diese drei Typen, die man finden muss. Da ist so eins hier. Na, es sind diese drei Typen, die man besiegen muss, um letztendlich auch, so habe ich das verstanden, an die Rüstung zu kommen. So, jetzt ist die Frage, wir können ja mal, die erste befindet sich im südlichen Teil der Kluft der Qualen, Höllen des Richtspruchs. Hm, also. Höhle der Qualen war doch irgendwie hier, oder? Ist das das hier? Ja. Wir können da mal hinflattern und uns das mal angucken. Auf dem Weg dahin gucken wir uns ein paar Fragezeichen an und dann ist gut, oder? Ferdi. So, was ist hier? Fragezeichen, das Ding da drin, oder was? Aha. Ja, ihr dusseligen Hundis, ey. Meine Güte. Stören halt manchmal. So, Ferdi. Oh. Ella. Ella, Ella. So, darauf kann ich nicht, ich muss rumreiten. Mich interessiert aber, was das für ein... das für ein Standort ist. Warte mal, das ist hier diese Ruine. Aber ich muss hier rumreiten. Hm, machen wir das mal. Rumreiten, um das andere da hinten zu finden. Irgendwie hier so rum. Alles rein. Oh no. Mann. War ich jetzt schon hier drin oder ist es das, was ich gerade erkunden will? Nee, das ist diese Festung. Und ich wollte eigentlich in eine ganz andere Richtung, nämlich darüber. Hm. Ich reite mal den Weg hier lang und guck mal, ob ich dann da hinten abbiegen kann. Also hier quasi. Hm, okay, so geht's nicht. Hm. Ich kann mich auch hier einfach hinbeamen. Muss ich das wie Hunde killen. So, wir sind hier und wollen... Wo wollen wir hin? Schräg gegenüber, ne? Okay. Haben wir hier unten so ein Boot, würde ich sagen. Ich dachte, hier wäre eins. Shit. Hier rüber schwimmen geht auch. Kluft der Qualen ist auch interessant, weil hier nämlich so man kann hier weiterspringen, da gibt es garantiert noch irgend so eine Quest oder sowas, wo man halt dann darüber springen kann. Ich meine, ich kann das mal probieren, aber da sind irgendwelche Zeichen eingraviert und ja. Und ich denke mal, man muss da irgendwie rüberkommen, ohne dass man da irgendwie reinfällt oder was weiß ich. Geht bestimmt von da oben los. Also, das ist jetzt nicht das Ziel, das ist garantiert noch eine Quest.
wüsste auch nicht, wo man jetzt hier hin wollte. Man kann hier aber durchschwimmen, zumindest hier. Es gibt auch so komische Säurepfützen, da sollte man nicht dran rumschwimmen. Aber hier geht das jetzt im Moment. Ich denke mal, um da irgendwie rüberzukommen oder sowas, muss man... Ja, keine Ahnung. Wir werden es herausfinden. So, das ist die Höhle, denke ich mal. Und da wollen wir rein. Mal gucken. Ja. Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. Das glaube ich auch. Mal gucken, von wem? Oh, von Spezialhundis. Ich meine, das Symbol kommt mir bekannt vor, ne? Ist halt auch draußen auf den Dingern drauf, aber es bringt jetzt hier nichts, ne? Nein. Okay. So, gute Frage ist jetzt, wo ist das zweite Ding? Lass mal kurz gucken. Östlicher Teil Klagefelder Halle der Manianer oder was stand da? Was? Östlichen Teil Klagefelder. Das da, okay. Okay, lass mal markieren, oder? Oder kann ich eigentlich so hinreiten? Geht auch. Na komm. Komm schon. Bleib stehen. Ich meine, wir müssen hier rein, ne? Ja, aber da komme ich nicht durch, weil so ein crazy Schleier vor ist. Zumindest mein Verständnis. Genau. Also. Ich muss mich verdeckt halten. So, die Rüstung kriegt man die über... Ich muss jetzt nochmal gucken. Muss ich das halt zuerst machen? Und lass uns das mal gucken. Und los! Es geht dann über die, oder? Ella. So, wo ist denn der erste, den ich hier gefunden hatte? Der irgendwo mal in der Nähe ist. Das wäre er hier, ne? Okay, da hinten ist er irgendwo, ne? Irgendwo muss er rumfleuchen und kreuchen. Mal kurz gucken.
Da ist er. Ups. Ja. Überall schön Schlangen am Rumliegen. Und die können was ab? Nee. Da sind überall Schlangen drin. Headcent. Oh shit. Die Soße will ich natürlich nicht rein. Was ist das für ein Schlangenkram hier? Boah. Ätzend. Weg ist er. Ja, das war der Auftragsmörder, der versucht hat, Politiker in Athen zu vergiften. Da ist er. So, haben wir noch einen gesehen hier? Da unten. Der Mitteilsame, okay. Ah, die findet man aber nicht so leicht, ne? Ich habe gerade jetzt gerafft. Dass man dann doch alle möglichen treffen muss, okay. Aber wie sieht's denn aus mit... Na egal, ich lauf mal hin, vielleicht bringt's ja was. Boah, ist das blöde, hier durchzu... Oh, Shiri. Hier durchzukommen.
Oh. Bisschen staubig hier. So, habe ich ihn verpasst? Ja! 30, 40, okay. Er ist unter mir. Wie komme ich da hin? Na komm. Oh, freundlich sieht er sie nicht aus. So eine krasse Schlange hier, ist ja krass. Ist am Pinkeln. Ich kann immer noch fühlen, wie Demos meinen Kopf. Der Kraft, die Demos mir gab, bin ich unsterblich. Mhm. Lass mal mehr in die Mitte gehen, das ist vielleicht irgendwie witziger. Oh, nicht schlecht. Interessiert ihn gar nicht. Ach, richtig weiterkommen kommt man da nicht, ne? Tja. Pling, pling.
Tja, ich glaube, ich suche mal ein bisschen weiter und melde mich dann einfach beim nächsten Mal, weil es geht nur so, dass man die einsammelt, mehr oder weniger alle findet. So habe ich das jetzt verstanden. Und dann werden irgendwann mal diese epischen Typen werden dann da drunter sein. Und dann muss man die halt irgendwie chillen. Ja, so lange bade ich erstmal ein bisschen. Also, bis denne. Ciao.